Ja, hallihallo, schön seid ihr wieder da. Ich habe gedacht, ich zeige euch heute so etwas ganz Spezielles, und zwar Unkraut im Garten, das nervt. Und das ist so eines, das nervt, aber für die Floristik entscheidend ist, und zwar die Jumpfe in Grün. Das ist was wirklich wunderschönes, blüht am Anfang ganz unscheinbar, wenn ich dann hervorholen kann. Und gibt am Schluss diesen Samenstand, und dieser kann man wunderschön in Floristik verwenden. Ich habe gedacht, ich zeige dir heute mal sowas, wo du wirklich dann auch praktisch in deinem Haus kreieren kannst. Ich sag mal so, es ist heute eine etwas ungewöhnliche Floristik, die ich dir zeige, aber etwas anderes mal. Das ist ja auch das Ziel, dass ich als Blumenmann, als Blumenfachmann, als Florist euch auch mal was Unkonventionelles zeigen kann. Wie ihr sicherlich gemerkt habt, gehöre ich nicht zu den Deko-Queens, Tutorials oder, wie soll ich sagen, zu den Kanälen, wo ihr da irgendwie so mit Sand und so weiter Anleitungen bekommt, sondern mit vielen Blumen, blumige Ideen. Und ich hoffe, das schätzt ihr auch. Und ich mache jetzt mit diesen Jumpfen in Grün, weil die ja im Garten so extrem üppig vorkommen und mir diese eine Kundin vorbeigebracht hat und wir dann immer so Späße machen wie Kompostkorb oder so, dass ich der Kompost bin für sie, weil ich lieb sie und ich bin wie der Kompost für diese Kundin, weil sonst müsste sie diese Nigella- und Krautgeschichte einfach so wegwerfen. Und ich liebe sie über alles, wenn ich die an der Blumenbörse kaufen müsste. Die sind relativ kostspielig. Also alle Sachen, die man ja natürlich der Blumenbörse kaufen kann, kosten was, auch wenn es Unkraut ist und es eigentlich verpönt ist im Garten, weil sie einfach, wenn du sie mal hast, einfach wirklich kommen wie wild. Genau, da müssen wir dann jeweils so Unkrautwitze machen. Und ich bin jeweils so mega glücklich, wenn ich die bekomme. Und die wir machen jetzt so eine Art Torte oder ein Teppich mit diesen Jumpfen in Grün. Und ich sag mal so, wenn man das liebt, kann man diese Kreation einfach auch so aufstellen. Weil ich es jetzt für einen Kunden mache, kann ich das nicht einfach so hinstellen. Das geht fast nicht. Und dadurch, denke ich, habe ich am Schluss noch einen Akzentschmuck bereit. Aber ja, das seht ihr dann, wenn ihr einfach bis zum Schluss schaut, wie es aussehen wird. Ich habe wirklich da ganz viele solche wunderschöne Nigellas bekommen. Und ihr seht, es braucht einige für diesen Pokal aufzufüllen. Es sieht dann einfach auch wirklich wunderschön aus. Ich habe ja auch schon von Floristen gesehen, dass sie mit diesen Jumpfen in Grün einen Brautstrauß kreiert haben. Dann habe ich abgeknickt, den werfen wir da besser weg, sonst trocknet er dann ein, bevor alle anderen eintrocknen. Ein Brautstrauß gemacht, auch so in der Art, wie ich das jetzt da hier zeige. Und dann auch wieder ein, je nachdem, Akzentschmuck reingemacht. Und das sieht natürlich auch mega schön aus. Also, da muss natürlich auch immer die Harmonie zwischen der Braut und dem Strauß passen und natürlich dem Kleid. Man sieht da, der Teppich mit der Jumpfe in Grün, der ist jetzt dann bald vollständig und wir haben das Unkraut versorgt oder verarbeitet, anstatt dass wir das auf den Kompost geworfen haben.
konnten wir hier was Schönes kreieren. Und wir können jetzt daher darüber diskutieren, ob es schön ist, wenn wir da nur ein Herz drauf machen. Also das heißt, ein Akzent ohne Frische, sozusagen einen trockenen Akzent. Oder ob wir da noch Blüten reinmachen, das ist immer dem Kreateur oder der Person, die diese Kreation macht, freigestellt. Zum Beispiel könnte man jetzt da hier ein so schönes großes Herz drauf machen. Sieht toll aus. Oder man könnte Lavendel nehmen und diesen einfach so drüber legen. Und ich wähle jetzt harmonisch solche Anthuriumblüten. Man kann jetzt sagen, ah, die Anthurium, die nehmen ein wenig das, wie soll ich sagen, dem Ganzen den Schmuck. Ich finde es sehr, sehr exklusiv, weil man sieht da immer noch, wow, da ist etwas ganz Spezielles entstanden mit nur diesen Nigella. Du kannst mir sagen, ob dir dieser Pokal gefällt mit den Nigella, mit den drei Anthuriumblüten. Und ja, man kann natürlich jetzt diskutieren, muss noch was rauf, muss noch was unten rein. Ich freue mich über deine Kommentare mit diesem Unkraut, was Cooles zu kreieren. Wenn es dir gefallen hat, dann vergiss sicherlich den Daumen nach oben nicht. Schau andere Videos von mir, die kommen da unten eingeblendet. Schau mal auf meinen Blog oder ja, das Abo, das ist natürlich auch ganz wichtig, dass du mich nicht wieder verpassen wirst. Ja, dann sage ich wieder, tschüss und weg, das Unkraut auch weg und ja, dadurch eine schöne Deko kreieren. Bis zum nächsten Mal wieder, sagt der Blumenmann.